Deswegen gucken wir jetzt lieber erstmal ein Video und dann gucken wir es zusammen. Tag 2. Fühlt sich aber an wie Tag 5, ehrlich gesagt. Ey, echt unterschätzt die Nummer. Echt unterschätzt. So, alles gut. Massiv anstrengend. Wenn ihr irgendwelche neuen Spiele auf Lager habt, Chat, die ich noch nicht kenne, haut sie nur in den Chat rein, Alter. Ich wäre auf jeden Fall gut dürstig nach einem neuen Game. Keine RTS, keine Roguelike, keine 2D-Spiele. Massiv anstrengend, ne? Ständig die Steigungen. Und dann halt eben mit der Pulka zwischen die Äste durch, dann steht wieder von unten irgendwo was drauf, was eingefroren ist. Ja. Es ist einfach nur massiv anstrengend und man kommt gefühlt immer nur 200, 300 Meter weit. Also bald diese Steigung anfangen, mit diesen Ski. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einsteige und einen Schritt mache, sondern ich rutsche die ganze Zeit weg. Keine Turnpaste, also mache ich zwei Schritte, damit ich einen Schritt weiterkomme. Und dann komme ich fünf Schritte weiter, dann hänge ich. Dann schnulle ich mich aus, gehe hinter, richte das Ganze, teile wieder und gehe wieder weiter. Mhm. Und das macht die Sache so massiv anstrengend. Boyfriend sieht scheiße aus, tut mir leid, Bro. Habe ich schon angeguckt. Schön, das ist nett. Da ist weggekattet mit dem Satz. Also dieses Stück hier zehrt schon echt an den Kräften. Wir haben heute auch noch nichts gegessen. Und meine Gedanken an das Snickers werden immer stärker. Schau mir die Spiegel mal an, nach dem Videochat. Aber erstmal. Aber ich habe gesagt, dass ich mir, wenn wir hier oben sind, einmal gleich eine halbe Karotte gönne, um wieder ein bisschen Energie zu haben. Weil ich merke schon, dass mein Körper 40 Kalorien gerade irgendwie auf eine Notreserve läuft. Oh, Sascha. Ich glaube, du hast es genauso beschissen. Nur irgendwo auf der anderen Seite. Du weißt ja, ne? Zigaretten, Snickers. Snickers kannst du haben, Zigaretten sind leider keine mit dabei. Hey Sascha, hättest du mal ruhig zwei Zigaretten weniger geraucht, dann würde es jetzt wahrscheinlich schneller vorangehen. Oder Otto? Okay. Kein Code Green. Die haben sich wieder nicht gemeldet, aber sie waren auch nicht über das Notfalltelefon zu erreichen. Ist ihnen was passiert? Oder haben die wieder vercheckt? Aber Tag 2, ich beiß, ich kämpf, ich zieh gerade die Pulka und wenn ich eins merke, und das denkt man bei meinem Körpergewicht gar nicht, wir sind jetzt über 24 Stunden ohne Essen und es ist schwer, es ist wirklich schwer, mir geht so viel durch den Kopf. Mal die Day-Chat, klar, Moment, ich muss mal kurz eine klitzekleine Planänderung machen. Soll ich das früher auch immer gestreamt, warte. Ups, falsch. Okay. Bei Meter machen, was auch nicht geil ist. Ich wünschte dir einfach, dass mein Kopf leer ist, dass ich einfach nur laufen würde. Ja, ey, mehr will ich gar nicht sagen. Es waren 40 Sekunden jetzt. Den Rest muss ich mir auch sparen. Wir hören uns sowieso später, wenn wir ankommen. Bin ich mal sehr gespannt, wie unsere zweite Unterkunft ist von der Location her. Bis später. Ciao. Tatjana sucht jetzt nach einem guten, windgeschützten Platz. Ja, wir haben hier einen Hang runter. Den gehen wir bewusst nicht runter. Denn wir wissen ja, morgen kommen neue Koordinaten. Und nicht, dass wir diese Höhenmeter dann wieder zurücklegen müssen. Das wäre extrem ärgerlich. Und deswegen bleiben wir lieber ein bisschen auf der Höhe und suchen hier was. Wir haben dieses schöne Grundstück ausgewählt hier. Hier ist unser Pulka-Platz. Und den Ausblick da hinten haben wir. Ich weiß nicht, ob man es mit dem Fischauge sieht. Schön. Geil, oder? Boah, meine Frisur sitzt auf jeden Fall. Also das spannendste Team finde ich ja auf jeden Fall Hauke und Evil. Ich würde gerne mal so eine Livecam sehen, was die gerade machen. Hier. Und ja, die Konversationen sind auch auf jeden Fall sehr interessant. Mega geile Kombination. 50 Meter bis zum Ziel. Liebe haben richtig drauf gedrückt, war super anstrengend. Gerade eben hier den Berg noch hochgeeiert. Jetzt guck mal, haben wir einen Skido-Track gefunden. Zahn tut immer noch weh, Bruder. Leider.
Ich weiß nicht, was los ist. So ein Druckgefühl. Tut nicht wirklich weh, aber ist die ganze Zeit unter Druck. Einfach unangenehm. Mega kacke. Ganze Nacht dran rumgespielt. Fast. Aber bisher schlecht gefahren als gut gelaufen. Glaubt's mir. Ja. Jawohl, verstanden. Selbstgebasteltes Paar Schneeschuh bauen. Aus Materialien, die wir finden, oder das, was wir bekommen haben, dann. Was? Ich verstehe nicht. Zeit stoppen. Ah, jetzt. Okay. Das ist die Tages-Challenge. Wir dürfen aber erst ein Shelter bauen, wir ne? Wir dürfen uns. Und dann bauen wir einen Schneeschuh. Okay, geil. Ich bin eigentlich ganz happy mit der Tages-Challenge. Wir haben ja auch schon vorher gesagt, dass wir dann eigentlich auch ganz gerne was schnitzen möchten. Kann ich nicht aufhören, so rumzuspielen. Das finde ich jetzt erstmal ganz cool, so ein bisschen rumbasteln, rumwerkeln. Ja. Machen wir uns denn jetzt trotzdem zuerst dann... Wir machen jetzt erstmal das Lager fertig. Okay. Und machen auch Schrank auch mit was zu essen an, weil wir können auf 100 Meter im Dunkeln laufen. Da unten ist eine kleine Schneise, das kann man wunderbar laufen und wir kommen auch von unserem Lager hier super runter. Also okay, alles gut. Cool. Egal was ist, ich mache jetzt mal ein Loch fürs Lager vorher. Perfekt, dass er immer noch weitermacht, der Gärtner. Hast du Pros und hast Kontras? Zu was? Paul, danke schön. Aufhören oder weitermachen? Was ist? 61. Was sind deine... Ah. Was? Eine Brust zum Aufhören. Ja. Das ist soundlos hier. Auf jeden Fall deine Gesundheit, deine Bratzen. Bringt dir halt auch nichts mehr, wenn du noch hat. Wenn du gar keinen Finger mehr hast, sag ich. Ja, und vor allem, wenn du keinen mehr bewegen kannst. Und also das halt früh, das war schon sehr, sehr krass. Alle werden müder, alle sagen immer weniger. Wir sind wieder an einem Bachlauf angekommen. Und der sieht ein bisschen tiefer aus als der letzte, oder? Und hier kann man es gut sehen. Genau. Geht einige Meter runter sogar. Einige Meter? Ja, eineinhalb. Okay. Der Zahnarzt gestern meinte übrigens auch. Also einige. Okay, eineinhalb Meter. Der Zahnarzt gestern meinte zu mir auch, dass ich irgendwie so eine Zahnverformung habe, weil ich wohl irgendwie in meinen Schlaf mit den Zähnen knirsche. Und seither achte ich jetzt immer darauf, dass wenn ich quasi hier sitze oder so, dass mein Gebiss quasi nicht aufeinander liegt, damit ich nicht irgendwie Druck aufbaue oder so. Monke, Alter, dieser Zahnarztbesuchschat hat alles durcheinander gebracht. Das sind einige Meter. Ja gut, alright, dann lass dich nicht mal vor. Du bist mein Versuchskaninchen. Und wenn der Weg sicher ist, dann folgt der Buddy mit seiner Pulka. Oh, okay. Okay. Schleichende Geschwindigkeit. Das ging durch. Ordentliche Stücke da. Mit Schuhen würde man das safe einbrechen. Was da passiert? Ich fahre das Auto hier. Was ist jetzt wieder das Problem? Wir haben wieder keinen Kontakt zum Otto. Wir wissen, wo er lang geht. Wir wissen seinen Bewegungssektor. Und wir haben uns jetzt an einem Punkt positioniert, um den Otto abzufangen. Unsere Absicht ist es, den Otto dann zu uns zu bringen oder den Otto abzufangen und ihm dort entweder die Ausrüstung nochmal zu erklären oder sicherzustellen, dass seine Ausrüstung funktioniert. Ich vermute, es ist ein Ausrüstungserklären, weil wir uns jetzt weiterdenken. Hat er ein Problem, werden die anderen Teams das Problem auch bekommen. Mit dem Handy. Korrekt. Wir sind an einer Straße von ganz, ganz wenigen hier draußen. Die einzige. Die einzige Straße hier draußen. Und die müssen hier über diese Straße drüber. Ja, die müssen eigentlich nicht, weil ich lege es natürlich nicht so an, dass die Straßen gekreuzt werden müssen. Die gehen dort vorne durch die Wildnis, überqueren da hinten einen Fluss und werden dann diese Richtung 3 Kilometer ihr neues Camp beziehen. Aber dann können wir die jetzt ja nur mit der Drohne suchen. Korrekt, deswegen ist André dabei.
Ich dachte, hier ist so ein Helikopter oder sowas für Notfälle. Dankeschön, lieber Badkiller. Ewig, oder Bruder? Es wreckt sich einfach so nach oben. Das war wohl nichts. Danke, Mann. Den Weg finden wir sie leider nicht. Meine Absicht ist es jetzt, mit dem André auf Skiern den See zu kreuzen und zu schauen, ob schon Skispuren über den See führen. Ja. Hey Frankie, was ist mein Spitzname für dich? Werden André und ich die Danke. Skispuren verfolgen. Du kennst sie und ihr mittlerweile. Werdet irgendwann von mir über Handy kontaktiert und folgt einfach der Straße nach rechts. Ja. Dort werde ich euch dann aufnehmen. Eingestellt sind sie schon, ne? Frankie fucking Fourfingers. Er hat Probleme Korrekt. Mit seiner letzten Hand. Gerd hat angerufen, hat Probleme mit seiner rechten Hand. Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderer Faktor. Also wenn euch jemand anderes meldet, Entschluss, wir aktivieren das Rettungsteam. Das ist von denen gemeldet. Das heißt, sie wollen weitermachen und schätzen selber ein, sie können weitermachen. Aber wollen damit, dass das jemand überprüft. Wir verlegen dahin, beurteilen die Lage selber und notfalls ist bei ihm ein No-Go, wenn die letzten zwei Finger gefährdet sind, dann muss ich die Entscheidung treffen, den Gerd rauszuholen. Woher kommen diese Sounds immer? Ich habe das Gefühl, als wenn ich irgendwie einmal kurz irgendwie nach Mulgore oder so gehe oder nach Thunderbluff oder so, wenn ich das höre. Jedes Mal, warte, ich möchte es nochmal hören. Dann muss ich die Entscheidung treffen, den Gerd rauszuholen. Warte, ich schäle von diesem Sound. Diesem. Bei irgend so ein 0815 Mittelalterspiel, was irgendwie so ein Jingle braucht für die Stadt, wisst ihr, was immer so im Hintergrund läuft. Und immer kommt diese eine Trommel. Ich hab's irgendwann schon mal gehört, irgendwo. Wie ist es bei dir? Wie ist deine Motivation? Ja, zur Zeit. Hunger. Nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Fragen wir eigentlich schon, ich glaube, seit gefühlt einer Stunde, was ich da eigentlich tue. Ja. Aber es ist auch ganz einfach, weil wir jetzt schon seit zwei Tagen eigentlich nicht wirklich was zum Essen haben. Ja, ist normal. Lethargie schleicht ein. Ja. Aber jetzt wollen wir das Lager bauen. Das bauen wir das Lager, dann sind wir motiviert. Das gibt wieder motiviert. Der menschliche Bagger. Ohne Tank. Man muss nichts reintanken. Das ist ein Perpetuum mobile, läuft von alleine. Man muss einfach jeden Tag Koordinaten schicken und da läuft sie hin und dann buddelt sie ein Loch. Genau. Jeden Tag. Ben verliebt sich noch. Yes. Kacke Scheiße, was ein Team. Mega gut. Ja, das ist ja der zweite Tag unserer Fastenwanderung, die wir hier betreiben. Mal schauen, ob wir es heute beenden oder nicht. Enden? Ich glaube, Glykogen ist schon ziemlich... Ja? Die Glykogenanzeige leuchtet, sagen wir so. Die beste Möglichkeit natürlich, außerhalb der Natur, das zu machen, ist einfach drauf zu pissen. Das ist ein natürliches Antiseptikum. Damit wird es desinfiziert. Brennt ein bisschen, aber ist gut. So muss es sein. Ja, falls ihr noch mehr Erste-Hilfe-Tipps benötigt, ich gebe auch Erste-Hilfe-Kurse, biete ich an. Naturbelassen. Tatjana, was würdest du eigentlich machen, wenn Sebo sagen würde, wir müssen noch mal zwei Stunden weiterziehen und ein neues Nachtlager aufschlagen? Dann frage ich mal, ob er einen Vogel hat. Das weiß ich hier nicht. Oh nein, komm mit Yvonne. Yvonne macht erstmal eine Insta-Story. Get ready. Ich habe hier die Kamera vorbereitet. Tom baut das Lager. Ich werde dann schon mal richtig viel Feuerholz sammeln. Die Sonne kommt gerade raus. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Pusher. Auch schon, dass wir natürlich jetzt bei Tageslicht schon unser Ziel erreicht haben. Und klar, mit dem Essen, das fehlt. Aber... Man muss in Bewegung bleiben, man muss die ganze Zeit was machen. Man merkt, wenn man sitzt, werden die Füße kalt. Es geht also nicht anders. Wir müssen jetzt das Lager bauen, wir müssen Feuerholz sammeln. Man hat einfach keine Wahl. Habe ich hier eigentlich irgendwas? Nee. Ja, und deswegen bleiben wir jetzt in Bewegung. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So. Tom geht's heute leider irgendwie nicht so gut. Und Tom? Ja,
für mich ist das natürlich dann auch manchmal schwer, irgendwie all das zu handeln. Aber wir schlagen uns beide selber sehr tapfer. Und also heute gefällt mir viel besser wie gestern. Oder? Was gefällt dir besser? So vom Ort auch, ne? Weil wir gestern so sehr auf dem Hang waren. Notfallmäßig rein und hoffentlich. Ja, auf dem Hang war richtig schwer. Ein Schlückli Wasser. Nicht wahr? Ja. Denken wir ein Schlückchen Wasser. Ja, sicherlich, ja, sicherlich. Brauchst du auch noch was? Ich trinke jetzt auch noch was. Oh. Schönes Lager, schönes Lager. Meine Hände, weil alles nass ist und es aber eigentlich zu kalt ist. Aber man jetzt, wenn ihr Feuer habt, muss es ja trocknen. Das ist schon ziemlich aufgeweicht. Und so fühlt sich's an. Nicht gut. Ja, dieses. Das Gelände ist halt asozial. Das Gelände ist asozial. Das Gelände sagt dir mit jedem Meter, die du hier zurücklegst, ey, du gehst hier nicht her. Verpiss dich. Alter. Heftig. Also ohne Hilfsmittel, ohne Skier, ohne Skido, ohne Hunde, kannst du vergessen, dass du hier klarkommst als Mensch. Im Winter zumindest. Ey, du kannst dich kaum bewegen. Du sinkst ohne Skier oder ohne Skischuh, sinkst du direkt hüfttief in den Schnee. Ah. Was ist das? Schein. Also, Challenge ist, wir müssen Schneeschuhe bauen aus allen Materialien, die wir finden oder mit den Materialien, die wir haben. Und dann sollen wir 100 Meter zurücklegen auf diesen Skischuhen. Ist das jetzt Endpunkt, wo wir sind? Mhm. Zielpunkt. Mhm. Entscheidung war erstmal das Lager aufzubauen, beziehungsweise hier Schlafplatz und alles klar glatt zu ziehen und dann erst die Challenge zu machen, weil wir das einfach nicht in der Dunkelheit machen wollen. Wir werden auch versuchen, da mit solchen Ästen jetzt an, quasi, die sind ziemlich biegsam. Ja, das ist mit den Online auch passiert. Scheiß drauf. Entschieden, noch eine kleine Pause zu machen und dann es durchzuziehen, richtig? Ja, wir sind vielleicht 400 Meter aus einem halben Kilometer entfernt von unserem Ziel für heute. Ja. Hoffentlich also ist es nicht und so müde. Ganz oben in den Bergen, aber wir werden sehen. Ja, das wird jetzt noch den letzten Akku leer saugen. Moin, Strahlemann. Ich bin hier, ich habe mir jetzt hier den Spot ausgesucht. Fürs Camp aufzubauen, weil der Wind aus dieser Richtung kommt. Also habe ich schon mal natürlichen Schutz durch den Nadelbaum. Ich habe rundum Nadelbäume, falls es ja, stark schneien sollte, stark winden sollte, schützen die uns doch schon sehr. Zum Lauf heute, ich bin positiv überrascht. Er ist nicht wiederzuerkennen, er hat richtig mitgezogen, scheinbar musste er sich gestern erst einlaufen, aber heute war er Bombe, echt Bombe. Guckt mal, was er geschafft hat. Heute war er fleißig, super fleißig, Lob und Anerkennung. Ja? War ein bisschen übermotiviert heute. Ja, da ist wohl gerade ein ganzer Baum umgefallen gewesen und den haben wir gerade hier nebendran gesehen und den hat er jetzt mal zerlegt. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Abgesehen von meinen Armen, meiner Brust, meinem Rücken, mein Arsch. Was ist nur mit den beiden los? Das sind schließlich die, die gesucht werden. So eine Yvonne. Oder. Oh.
Wie hieß sie nochmal? Lolo. Lolo. Wie hieß sie nochmal? Wie es sehen geht. Sieht eben sehr gut aus, wo du da sitzt mit dem echt cool. Himmel im Hintergrund, ja. Wallpaper-Style. Tatsächlich sieht das richtig cool aus. Mein Herz platzt gleich. Dein Herz platzt. Es ist echt anstrengend. Du, das muss ich einfach so zugeben. Alles andere wäre gelogen. Der da vorne geht, macht die Spuren. Jeder wird am Büdo. Zieht die Polka. Und jedes Giga anstrengend. Ich glaube, die ganze Serie wäre interessanter, wenn alle mehr Essen hätten. Um mehr zu reden, um mehr zu machen. Und schon spät, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Das Problem ist auch, ich kann kaum länger als 20 Minuten Meter machen. Das geht einfach nicht. Es ist so anstrengend. Fuck. Ich merke richtig, dass ich daheim nur sitze. Wenn ich wenigstens spazieren gehen würde, okay. Aber ich bin so ein Sitzer. Geht ihr spazieren? Ist ganz schlimm. Ah, würde was für eine Entscheidung. Was machen wir? Hier irgendwo unterziehen? Ist eigentlich blöd auf der Höhe. Wir müssen erst Totholz suchen. Hier zwar spazieren und wandern, aber nicht so wie die ohne Essen. Ich bin meistens genervt, wenn ich wandern gehe. Das ist eine Antwort, die Sport mache. Die hören. Otto, mein heftigsten Respekt. Der Power zu durch für der Pulka. Ich hatte die heute vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Mehr ging nicht. Danke, Green Boar. Für die 33, Mann. Danke dir. Jetzt suchen wir den Punkt und dann ist schon wieder bei Dunkelheit Bau vom Lager. Und ich kriege auch jetzt immer noch Lagerfeuer. Der Geruch ist so permanent in meiner Nase drin. Das ist krass. Ich weiß genau, was du meinst. Der Rauchgeruch, in Klamotten und allem. Ich könnte kotzen da davon. Egal, sehen uns. Bis gleich. Ich muss ja gestehen, ich habe daheim schon so ab und zu ein bisschen so gesundheitliche Probleme. Aber jetzt hier, gerade war der Punkt, wo ich wirklich sage, wow. Mir ist wirklich schwindelig. Meine Atmung ist so schnell, dass zu viel Sauerstoff in meinen Körper pumpt. Puh, das ist wirklich hart. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das rüberbringen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich euch den Punkt so klar machen kann. Aber ihr müsst euch vorstellen. War das schon mal so hungrig wie er? Habt ihr was schon mal in einer ähnlichen Situation? Ich ein paar Mal, als ich in Norwegen wandern war, beziehungsweise oder als ich unterwegs war, ich hatte nicht immer genügend Essen dabei in meinem Auto. Und ich sag mal, die Tage, wo man so wirklich hungrig ist und wo man einfach nur läuft, die sind dann irgendwann so mega braindead. Irgendwann läufst du wirklich nur wie so ein Zombie auf der Stelle und du läufst und läufst und du läufst zwar, aber du bist kein Unterhalter mehr. Und du bist auch kein Mensch mehr, der interessant ist, sich mit denen zu unterhalten. Du bewegst dich einfach nur noch wie so ein Tier, ganz ehrlich. Das ist alles. Nichts macht mehr Spaß, aber du bewegst dich noch. Die Landschaft ist super schön, ich bin dankbar dafür. Es ist so ruhig. Aber durch den Tiefschnee laufen, berghoch, jeder Schritt ist ein Schritt, den du eigentlich nicht machen möchtest. Und wir haben wie viel? 600 Meter. Ich sag zu Otto, lauf vor, ich schaff's nicht. Ich komm nach mit der Pulka, lauf vor, mach schon mal Feuer. 600 Meter, so wenig. Otto. Uff. Weiß, der Kopf spielt einem Streiche. Aber wie wir schon sagten, wir haben einen Tag nichts gegessen. Du hast dich nicht zu dir genommen, absoluten Mangel an allem. Und klar, da würde ich jetzt anhalten und eins dieser ersten Pakete öffnen, wirklich Wunder bewirken. Aber lass uns durchhalten, komm, lass uns. Ja, oder? Sebo, danke auch nochmal, dass der einzige Snack, den du eingepackt hast, nicht vegan ist. Das ist mir dann wahrscheinlich jetzt auch egal. Komm, Sascha, wir packen. Ich glaube, es ist wirklich langsam egal, so wie du dich fühlst, Bro. Glaub mir. Ist es besser, morgens zu essen oder abends? Ich habe Energie. Morgens, um Energie für den Tag zu haben? Wir im Lager sind. Ja. Oder abends, um sich zu regenerieren im Schlaf? Muss ich mich so schnell wie möglich hinlegen. Das kriegen wir hin. Also. Einfach. Mach mal. Komm, es sind 400 Meter. Lass das jetzt noch nehmen als Endspurt. 400 Meter, das eine Runde um den Sportplatz rum. Okay? Weißt du, wie langsam ich da damals war? Das spielt doch keine Rolle, es ist nur eine Runde. Sebo, kleines Ratespiel für dich. Unter diesem, wie heißt der Handschuh nochmal? Fäustling. Welchen Finger zeige ich dir, Sebo? Das ist ein Versuch. Viel Erfolg. Zeigefinger. Jetzt wieder in Richtung Hügeliger Berg. Und wir haben gerade so einen lustigen Baum entdeckt, der einfach an der Spitze
eine Spaltung hat. Seht ihr das? Wow. Dinge, die einen so exciten, wenn man im Schnee ist. Davon habe ich gelesen, wenn es zu kalt wird, dann baut sich so ein Druck auf in den Bäumen, dass die jetzt einfach aufspalten oder ja, in Sibirien sogar explodieren können. Völlig irre, was eine Landschaft. Erstmal ein kleines Päuschen. Hat das schon immer so ein fettes Tattoo in der Hand? Auf dem Rücken kam. Oder sehe ich es mir erstmal? Auf dem Rücken kam, auf dem Berg kam angekommen. Ist das ein Berg? Ist ein Hügel, oder? Das ist egal. Aber wann ist ein Berg ein Berg? 1000 Meter? Ein kleiner Hügel, der uns gerade komplett zerlegt. Hey, kann nicht sein. Ich komme auf dem Berg aber 600 Meter hoch, der lange Berg. Bergauf. Dann bergab, wieder bergauf. Also echt anstrengend. Der Schnee spielt davon. Also. Erstmal ein Slushy. Erstmal Slushy. Los. Also ich meine, mein Blutzucker ist recht niedrig. Mir ist jetzt schon seit 1-2-3 Stunden schlecht. Danke, Richard, Mann. Bisschen dusig, ne, energielos ist jetzt nicht dem zuzuschreiben. Mein Beileid. Und ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir die Snickers aufmachen. Ich einen kleinen Bissen nehmen, kurz warten, gucken, ob der Zucker hochgeht, ob das passt. Gute Idee. Ja, halt einfach, dass wir weiterballern können, ne? Für den Abend dann wird es nötig sein, die Kartoffeln aufzumachen. Ja, das steht sowieso an. Aber, also die Sache ist die, ich könnte jetzt Hahn, noch durchballern. Also ich könnte jetzt noch, wir haben noch 2 Kilometer vor uns, es ist noch ein ganz schönes Stück. Ja, allerdings Abstieg, ne? Darf man noch nicht vergessen. Aber man darf auch unsere Verfassung nicht vergessen, also wir sind schon platt. Also dann geht's. Alles sind platt, alle sind tot, alle sind müde. Alle brauchen eine Pause. Eine krasse Strecke. Zweckmäßig wäre es aber nicht, wenn ich dabei umkipp jetzt bei den 2 Kilometer, weil nee, ey, wenn du umkipp, dann sind wir halt raus. Wenn du das Gefühl hast, du kippst gleich um oder du hast diesen Zustand erreicht, dass du einfach nicht mehr kannst, dann öffne dir auf jeden Fall den Snickers. Ja. So ist es nicht. Dann kommst du wieder auf dein Zuckerlevel. Ich gehe von aus, das Essen wird bei allen Teams aufgerissen. Naja, also wie gesagt, das muss ich dir die Entscheidung überlassen. Du musst auf dein Körpergefühl hören. Und Cut, hey, yo, Fies, Chris, oder Chris, MP5. Wir haben uns gesagt, wir teilen eine Karotte. Genau, halbe Karotte für jeden. Ja, psychologisch als alles andere. Beste Karotte ever. Beste Karotte, ich habe noch nie so eine leckere Karotte gegessen. Das Gute ist, auch die können wir uns gut einteilen, weil sie ist nämlich einfach gefroren. Hat sie nicht gefroren. Kann man ein bisschen probieren. Naja, und dann wieder in die Tasche wegstecken. Aber ansonsten geht es ganz gut voran. Nicht mehr viel. Ja, Stefan. Viel zu laufen, was isst du so? Oder hast du alles aufgegessen? Oder bist du schon dabei, Tatjana zu verzehren? Jetzt habe ich noch so ein Stück Karotte über. Willst du das letzte Endstück von der Karotte essen? Das ist das immer. Ich habe früher als Kind sogar immer das Grüne gegessen, was da dran hing. So ein Stück. Und da halt mich gerade mit Lolo. Ja. Und die kann nichts anderes tun, wie mir auf dieses Stück Karotte zu starren. Aber, hier, guck. Ah, wir teilen brüderlich. Geil. Lass dir schmecken. Dankeschön. Hoffentlich bleibst du im Hals stecken. Nein. Gib's dir gleich. Ja, die lieben sich. Endlich geht's runter. Das ist richtig geil. Ich freue mich jetzt hier runter zu rasen. In Anführungszeichen. Bin ich mal gespannt. Was für eine schöne Aussicht. Ich warte nur auf dich, du langsame Schnecke. Langsame Schnecke, sagt sie. Warte. Guck mal, wie die beiden viel mehr Energie haben. Weil die so gut synergieren und die ganze Zeit Spaß haben. Reicht zu schnell. Scheiße. Leute. Hier wird schwierig durch. Nee, das ist okay. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen nur vorsichtig sein. Nicht, dass wir jetzt den Berg runterkullern und auf einmal müssen wir wieder berghoch. Das wäre blöd. Und ihr Rucksack ist der Hüftgurt nicht geht zu. Geht zwar nicht stimmt, schnell ja. voran, aber... Aber wenn du schon mal wandern warst, so anstrengend wie vorhin. Dann kennst du das. Wie manchmal das, ist es angenehm mit und manchmal ohne. Bergab. Bist du schneller wie Gerd oder was?
Du hast gesagt, bergab bist du schneller wie Gerd. Nee, hab ich nicht gesagt. Nee. Das hab ich gar nicht gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was du hier für Lügen hältst. Nein, Quatsch, war ein Spaß. Jetzt viel Spaß damit. Was die zwei wohl machen? Die sitzen bestimmt beim nächsten Hüttenwirt und trinken gerade ihr Weißbier. Trinken Weißbier, genau. Genau, importiert aus Bayern. Das war halt also mal der denkbar schlechteste Einstand. Das war ja gestern war abartig anstrengend. Massiv anstrengend, ja. Also ich habe ja echt schon viel anstrengende Sachen erlebt. Ich bin ja schon am Stück 350 Kilometer Rad gefahren. Alles in platt. Aber das gestern hat mich brutal fertig gemacht. Wenn du zwei Schritte vorgehst und einen zurück, und manchmal auch ein vor und zwei zurück. Hast hinten dieses Ding dran hängen und siehst kein Land. Das macht dich kaputt. Oh oh, bald Abbruch. Und sie brechen ab. Notruf. Ich habe Fahrzeuge vorstationiert. Direkt an der Straße, dass wenn wir die gleich rausholen, die auf die Fahrzeuge nur verbringen müssen und nicht die lange Strecke zurück. Dass wir schneller einsatzbereit sind und wir diesen Fahrtwind dem Gerd nicht mehr aussetzen. Im orangen Bereich. Orange. Aber dunkel. Aber die Frage ist, wenn es dann nachts losgeht. Ich hätte gestern schon dagegen arbeiten müssen. Und ja, aber pass auf, gestern waren sie mal angekommen, du hast es ja festgehalten. Ja. Völlig im Arsch. Ich bin dann einbrochen. Dann bin ich in so einem komischen Ding, dann habe ich einen Krampf gekriegt. Ach du Scheiße. Der linke Oberschenkel hat zugemacht. Dann sind wir noch weiter tappt, dann sind wir angekommen. Da war ich batschnass. Dann war die Challenge. Ja. Dann sind wir rum, haben Holz gesucht. Ich konnte immer nur drei so Stängel da nehmen, wieder zurück, wieder gerade. Er hat versucht, das Feuer zu machen. Wir waren batschnass, gefroren wie die Sau. Und dann sind wir ins Bett. Und heute früh war ich zumindest. Der Körper war warm, die Hand war einigermaßen okay, eiskalte Füße. Alles war patschnass. Hast du die Filzschuhe angelassen? Nur der Socken? Nur der Socken. Ach. Warum habt ihr... Die Jacke hättest du können, da hättest du können die Füße einwickeln? Die Jacke habe ich als unterm Rücken gehabt. Okay. Und die Hosen auf der Seite. Ja, wir waren völlig, wir wollten nur noch irgendwie ein bisschen Wärme. Es hat sich die Haut schon abgelöst. Gestern waren wir... Klaue. Also gestern waren wir echt am Limit. Wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir sind über den Berg drüber. Oh nein, ich hab euer Rot. Ihr seid nicht rechts dabei oder links? Nee. Wir sind voll drüber. Aber kann man halt nicht wissen, ne? Er leckt mich am Arsch. Ich war noch nie so fertig. Wir haben diesen Polka da drüber gezerrt. Ja, also ich hab auch Philipp schon gesagt, ich bin schon 350 Kilometer Rennrad gefahren am Einstieg. Aber das da drüber mit der Polka, wenn du nicht weißt, was danach kommt, wir sind zwei Schritte hoch, einen zurück. Ja. Das war Wahnsinn. Und dann über jedes Hindernis außenrum. Und wir sind nicht vorwärts gekommen. Wir sind ja da. Und wir konnten aber auch nicht mehr zurück. Ja. Weil das war ja rückwärts war es die gleiche Scheiße gewesen. Also dass es ein bisschen bergab geht, aber du musst ja auch wieder außenrum. Ja. Und den haben wir dann auch gewusst, wir hätten außenrum gesollt. Aber das weißt du ja nicht. Wir brechen hier ab. Lass mich einmal dahin kommen. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht mal meine Entscheidung. Ich glaube, das treffen wir alle drei zusammen, oder? Ich merke es selber. Ich bin halt hilflos, wenn ich die Hand nicht einsetzen kann. Ohne Hand. Mach mal ohne Hand. Gerd, ich habe den größten Respekt vor dir so schon. Ohne Hand kannst du halt nichts machen. Und dann fühle ich mich auch ehrlich nicht als Warrior. Ist so. Du bist Stopp. Ich bin dann kein Warrior in dem Sinne. Also, wenn ich hilflos bin. Also. Ich kann laufen, ich kann rennen, ich kann Pulkas ziehen. Gerd, für mich persönlich. Bist du hier der Warrior? Ja. Also ich in dem Gelände mit einem Arm, ganz ehrlich,
Ich glaube, ich wäre nicht so weit gekommen wie du. Also gestern fix, das hätten wir fix geschafft. Ja, 100%. Das muss 100%. Wir müssen auch schauen, wir haben zwei. Ist okay, brich ab. Du behältst deine Ehre. Alles ist gut. Niemand hält dich für Waschlappen. Wir wollen dich zu den Autos bringen, weil ich habe nicht Lust, hier draußen dann noch eine Meldung zu bekommen. Und nochmal, um eure Entscheidung zu bestätigen, dass sie 100%ig richtig ist. Wir sind hier in der Wildnis. Wir sind gerade 40 Minuten mit den Skidos hier hingefahren. Also es ist Wildnis. Es ist. Er hat seinen Arm verloren, weil er von dem Zug überfahren wurde, Chat. Also ist schon ziemlich ernst, ja? Er wollte eilig machen, ist unter den Zug gefallen, der Zug hat ihn den Arm abgefahren. Und die vier Finger an seiner anderen Hand. Also der ist richtig gefickt gewesen. Ist schon okay, Mann. Der hat auf jeden Fall von allen Leuten hier das heftigste Handicap. Warrior, es ist Arktik. Und ja. Gerd, größten Respekt an dich. Mit der Etappe, die ihr gestern hattet und der Entscheidung, den Berg zu kreuzen, ich glaube, Scheiße. Die anderen Teams wären schon längst zu Hause. Die anderen Teams wären schon längst zu Hause. Also da kannst du nicht mehr leisten, wie wir da geleistet haben. Das war Gerd, wir sind zufrieden mit uns. Wir haben teilweise die Pulka gepackt, haben sie 2 Meter raufgeschoben, sind außen rum, haben sie oben gepackt, haben sie wieder nach oben geschoben. Aber das haben wir alles auf Video. Sehr geil. Glaube ich. Ja. Ja. Komm, dann lass uns aufsitzen. Ich lasse mich nochmal den Abholpunkt bestätigen. Wir gehen in die Feinplanung. Auf Wiedersehen, Philipp und Gerd. Schauen, wie das mit den Schneeschuhen funktioniert. Ob wir quasi 100 Meter schaffen. Ja, ich glaube es fast nicht. Guten Abend, Challenge. Alles gut bei dir? Hieß, wir sollen aus natürlichen Gegenständen Hilfsmittel, die wir selbst bekommen haben, beziehungsweise die wir mitgebracht haben, und natürlichen Hilfsmitteln hier, Holz und so weiter und so fort, alles, was man in der Natur findet, können wir nutzen. Ich habe jetzt einen Schuh gebaut aus Holz. Das sieht so aus. Kommen die Füße hier drauf, das wird jetzt festgeschnallt und dann ist Abfahrt. Und um Zeit zu sparen, weil es halt ewig gedauert hat, nehme ich fürs rechte Bein die Schaufel hier. Binde mir das einfach an den Fuß. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir sind oder ob wir überhaupt was. Ja, ob das überhaupt klappt. Irgendwie schöne Lichtverhältnisse. Ich nehme immer ganz instinktiv Schrauben und so in den Mund, mit denen ich arbeite, bevor ich sie dann verwende. Wenn man das hier bei den falschen Temperaturen macht, hat es auf jeden Fall fatale Folgen. So, wir schneiden den hier in der Mitte durch, um das Tar abzuspannen. So, dale. Jede Menge Zeug. Wie viel Winkel, wie viel Höhe brauchen wir, damit uns nicht die ganze, damit wir nicht in so einer Räucherkammer dort sitzen? Ich würde hier einen niedrigen Pfahl reinmachen, dort einen niedrigen Pfahl und dort 2 hohe Pfähle. Ja, genau. Oder? Ja. Aber ich dachte, bis ganz vor gehen, weil so weit kommen wir wahrscheinlich eh nicht. Ja, genau, bis dahin ungefähr. Ja. Und dann schlafen wir mit dem Kopf hier vorne. Ja, genau. Ja. Okay. Ja. So ist der Plan. So, 2 Tage ohne Nahrung sind auf jeden Fall schon einschneidend. Ich bin schon trocken, wie vom Waagetag. Der hat nicht nur quasi Muskeln, sondern auch wenig Körperfett. Was zum Teufel, Alter. Das ist eine echte Kampfmaschine, der Kerl. Da habe ich auf jeden Fall schon 3-4 Kilo verloren. Also sonst würdest du nicht die App sehen. Ohne, dass ich jetzt auf Hydration verzichtet habe. Das ist auf jeden Fall schon krass, was dieses Ganze durch die Gegend fahre, Zeug schleppen, alles mit den Skiern im Schnee bewegen. Das ist extrem energieaufwendig und das merke ich auch. Aber ich muss sagen, durch dieses Fastenintervall fühle ich mich topfit im Kopf. Ich habe manchmal so kurze Einbrüche, wenn es besonders anstrengend ist. Ja, aber ist auf jeden Fall immer noch im Bereich des Möglichen. Ich glaube, heute schaffen wir es auch ohne Essen. Muss man gleich mit Tatjana diskutieren. Wir müssen Fälle bauen. Na? Schneeschuhe. Schneeschuhe aus natürlichen Materialien müssen wir bauen und mit denen 100 Meter zurücklegen. Rücklegen? Einer. Und der andere filmt. Also wir ziehen unsere Schuhe aus? Na, wir machen für die Schuhe eine Schneeschuhe. Also Felle? Ja. Ah ja, genau. Felle sind es. Ja.
Ja, okay, gut. Okay, geil, machen wir. Passt. 100 Meter laufen. Wenn wir zusammenkriegen. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Geil. Also wir haben als Tagesaufgabe bekommen, heute noch Schneeschuhe zu bauen und mit denen entweder aus dem Material, das uns mitgegeben wurde, oder aus dem Material, was uns hier im Wald vorliegt. Und was sind diese Dinge? Richtige Tampons? Ja, sozusagen. Das sind die Isomatten, ja, die schwarze Isomatte, die taugt ein Schusspulver, die ist so dünn hier. Ja, kriegst du sowieso Kreuzweh. Wir haben zwei Rentierfälle dabei, mit denen wir sowieso viel besser zurechtkommen. Und aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden, aus den Isomatten Schneeschuhe zu bauen, die ungefähr so groß sind wie die privaten zu Hause. Ich hoffe nur, dass die hier im tiefen Schnee auch funktionieren. Ja. Und was, Schatzu, ist die Möglichkeit? 20%? 30%. Ich verstehe nicht, was du sagst, Mann. Wenn wir sehen. Okay, wir gehen einfach jetzt mal in diese Richtung. Also ich schlafe jetzt mal hier gerade aus. Okay. Ich habe meine Ski. Mein Ski-Index. So. Hier ist okay? So geht es? Okay, oh ja, okay. Sehr gut. Das Wasser wird jetzt schon erhitzt. Ich will eben mal, dass Tom die Kamera hält und ihm was erzählt. Töffelchen. Wir haben uns gedacht, komm, ein Minuspunkt, das war jetzt das Geringste, was wir jetzt an Essen irgendwie an Minuspunkten generieren konnten. Und wir schneiden uns jetzt diese Kartoffelchen für heute und für morgen. Und Montag schauen wir mal, wie wir über die Runden kommen. Gefrorene Kartoffeln. Das wird ein Gaumenschmerz. Die haben ja sogar eine Brühe dazu gegeben. Ja. Deswegen sage ich ja, wir machen jetzt so eine Kartoffelsuppe und machen die komplett. Ey, wie nett sind die eigentlich? Die haben uns sogar eine kleine Brühe dazu gegeben. Also damit hätte ich aber wirklich nicht gerechnet. Ja, ne? Wow, vielen lieben Dank für den Sponsor. Hello. Ich bin am Start. Ich bin am Start. Sowas macht mir Spaß. Ich bin am Start. Das macht mir Spaß. Das ist einmal hey, Boomer, Wasser Tony, vom danke Bach. Und das ist einmal Monate. Unsere weißt du, schätze, Kartoffel-Möhrensuppe. Ansonsten ziehst du den Rucksack kurz aus. Den Rucksack kurz aus. Und zack, steht sie wieder. Rucksack abgezogen. Top. Geil. Hey. Ja, sie steht wieder. Weiter geht's. Hast du die beiden mit der allerbesten Moral von allen? Richtig ekelhaftes Gelände. Naja. Völlig dehydriert, obwohl man absolut keinen Durst hat. Da muss man sich echt zwingen zu trinken. Jetzt erstmal Trinkpause. Ich trinke, glaube ich, auch nochmal was. Sie kann sich momentan nicht mehr konzentrieren. Habt ihr was zu trinken da, Chad? Lass zusammen was trinken. Wir werden den Rucksack umpacken. Wir werden das meiste Zeug aus dem Rucksack rausholen. Wir werden es in die Pulka reinpacken. Und sie soll sich jetzt erstmal kurz regenerieren. Was Cooles ist, sie ist extrem tough. Sie zieht das hier durch. Sie spurt schon seit 2 Tagen. Spurt sie von. Also, sie zieht einfach die Spur für die Pulka. Das macht sie wahnsinnig. Sie packt an, sie macht, sie tut, sie meckert nicht. Sie zieht einfach durch. Die ist echt klasse. Leckt mich am Socken. So, für uns geht's jetzt hier runter. Wir machen einen Abgang. Mal schauen, wie schnell das wird. Das wird geil. Das wird richtig geil.
Komm, ich fahre einen Berg runter. Was soll schief gehen? Das wird richtig geil. So. Zeig's euch mal. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen. Ja. Kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Und Abfahrt. Das hab ich das letzte Mal von meinem Dad gehört vor vielen, vielen Jahren. Zwei. Drei. Oh Gott. Schenkel, Bruder. Danke für die 73. Oh, ab. Na. Oh. Ja. Oh. Oh, schön, 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 schön. Alles gut. Alle überleben, wir haben nur so eine Art Vergnügungspark. Ja, aber. Scheiße, das war gut. Na gut, unten sind wir auf jeden Fall fast. Warte, ich glaub, mein Skier steckt in deinem Arsch, oder? Wenn irgendjemand nach der Show ein Pärchen wird, dann die beiden, Mann. Was zum Teufel, die passen voll gut zusammen. Das ist ein Traumteam. Hast du eine gute Idee? Bester Laune. Da hinten läuft Otto mit der Pulka. Und ich glaube, man sieht es auf der Kamera nicht, aber es geht schon gut bergauf. Wir waren schon voller Freude. Ja, endlich. Nur noch 100 Meter bis zum Ziel. Wir kommen hier unten an und wir sehen Aufstieg. Also Otto ist ein absoluter Und liegt er eigentlich Macher. Jedes Mal, wenn irgendwas sagt, ist? Jedes Ding liegt er irgendwo. Nein, fahr erst hoch, bring deinen Rucksack weg, komm wieder runter, das verbraucht nicht so viel Kraft, das Runterkommen. Sorry. Oh, steckt an. Wir bringen das Ding zu zweit hoch. Nein, das muss eine andere Lösung geben. Wegen 100 Meter mache ich jetzt hier nicht rum. Und er zieht das Ding so hoch wie kein anderer. Ja, ich muss jetzt noch zwei Stöcke, zwei Paar. Und meinen Rucksack irgendwie hochbekommen. Also ich bekomme mich gerade selber nicht mehr hoch. Also fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Otto hat so krass gekämpft. Ey, du hast meinen dicksten Respekt, Otto. Du hast meinen dicksten Respekt. Team. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Chat, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Irgendwas schreiben? Verstehe mich nicht falsch, ich bin heute giga ruhig und ich habe auch schon das Gefühl, dass wenn ich kein guter Unterhalter bin, aber kann ich euch einmal kurz fühlen? Werde so freundlich. Ihr würdet mir, glaube ich, ihr würdet meinen Stream dramatisch verbessern. Versprochen. Ernsthaft. Egal, was ihr schreibt, egal, was ihr macht. Hauptsache, ich spüre, dass ich Zuschauer habe. Also im Chat. Ich spüre woanders auch Zuschauer, dass ich habe. Verstehe mich nicht falsch, aber glaub mir, das tut sehr, sehr gut. Dankeschön, Alter. Ich verschreibe, wir haben gerade bestimmt für 5 Minuten nichts geschrieben. Ich frage mich, ob das Video langweilig ist oder ich. Aber ich darf die intrusive thoughts nicht zulassen, das weitergucken. Ist gerade nichts abbrechen. In so guter Verfassung. Schön zu sehen. Sascha ist gut am Kämpfen. Lässt sich das eigentlich nicht anmerken. Gibt Gas, immer Etappe um Etappe. Aber man merkt tatsächlich, wir müssen sehr, sehr oft Pause machen. Muss ich das machen. Wir kommen sehr, sehr langsam voran. Und dadurch, dass wir immer verschiedene, das Gelände einfach verschieden ist, bin ich extrem viel am Erkunden. Gehe vor, gucke, wie ist der Hügel? Ist es zu steil? Kommt da, oder kommen wir da mit der Pulka hoch? Ja oder nein? Also es ist alles anders einfach gerade. Wir sind gut am Kämpfen. Auch mein Plan ja war eigentlich, aber deswegen auch bei dem Team, nichts von dem zu essen anzurühren, gar nichts. Sondern eher zu schauen, ob man irgendwo angeln kann. Danke, Tommy. Angeln könnte man. Sehen gibt's genug, Zeit haben wir nur keine, weil wir Strecke machen müssen. Und da sind wir nicht schnell genug, um noch Zeit zu haben fürs Angeln. Und ja, jetzt müssen wir nachher die Entscheidung treffen. Berechnen wir die Essensration an? Eine? Zwei? Welche überhaupt? Und verzichten damit auf Punkte. Sind so nur ganz hinten. Die haben nichts anderes zu essen, außer die Scheiße, die sie dabei haben. Nichts kann man da essen, Mann. Die haben von irgendwelchen komischen Rindnudeln gegessen. Bisher hat noch niemand irgendwo eine Rindnudel abgemacht oder so. Bro, Mann, die müssen ihr scheiß Essen essen. Weil ehrlich, Sascha hat auch nicht viele Reserven. Ich kann zwar gut für zwei mit ackern, aber es bringt ja nichts, weil hier echt tief ist, der Schnee ist und die Pulka berghoch ist irre. Deswegen, da müssen wir gleich mal eine Entscheidung treffen, was machen wir. Wir haben jetzt einen großen Berg hochgekämpft, so steil, dass wir es nur zu zweit geschafft haben, die Pulka da hoch zu bekommen. Es ist mega, mega anstrengend. Stell dir vor, du hast Sex mit deiner Lieblingsfrau, du willst doch auch, dass sie still genießt und nicht ständig dazwischen labert, oder? Nee, wenn ich Sex habe mit meiner Lieblingsfrau, will ich, dass sie die ganze Zeit Geräusche macht, weil sie es geil findet, Chat.
Ich will alles spüren. Ich will es hören, fühlen, sehen. Verstehst du? Und deswegen ist der Chat wichtig. Weil wenn ich geilen Sex habe mit euch, will ich natürlich auch eure Stöhnerei hören. Was ist das für eine wirklich unreflektierte Aussage, Bruder? Kriegst du so ein... Nun, tut mir leid, aber es hört sich an, als wenn du so eine Gummipuppe da liegen hast. Und ich glaube, so langsam macht es auch bemerkbar, dass man, wenn ich es gegessen hat, da kommen ja auch Kopfschmerzen dazu. Sascha kämpft hier wie ein Berserker. Ja, seid ihr eine Gummipuppe? Seid ihr nicht mehr? Einer zieht, einer drückt die Pulka. Seelenlose. Das wäre mein Riesenproblem, Otto. Was denn? Menschen oder kann so. Kann ich noch vom Berg hoch mit einer Pulka? Das ist, ich finde es ein Seestern. Vielleicht, ja. Liegt nur rum. Ja, ich weiß. Das Problem ist, wir haben einfach noch ein paar Kilometer vor uns. Nicht nur ein oder zwei. Was meinst du, sollen wir tun? Du brauchst Energie, oder? Der stirbt gleich, Mann. Pause. Der liegt immer nur rum. Ja, was essen müssen wir? Pass auf, dann würde ich sagen, ein paar Meter machen wir, wo ich geeignete Bäume finde, um Feuer zu machen. Was meinst du? Ja. Die brechen bald ab. Ja. Safe Call. Wenn der nichts ist, bricht er ab. Ein paar Meter Feuer machen, Klamotten trocknen, was essen, okay? Danke, Ausflug für 6,50. Frag nicht. Da gibt es halt für 6,40. Weit. So, schon. Wie schätzt du uns gerade ein? Heftig, oder? Ja? Heftig irgendwie. Wie ich uns einschätze? Mhm. Also für alle, die sich gerade wundern, warum hier so diskutieren. Ultra anstrengend der Tag jetzt. Wir sind, bauen gerade unser Lager fertig. Also da ist noch gar nichts passiert, wirklich. Außer ein bisschen Schnee verdichtet. Und wir sind die ganze Zeit überlegen, wie kommen wir zur Energie? Welche Pakete reißen wir auf? Wir haben das Thema, Sascha ist vegan. Und das, was da alles drin ist, außer das Oatmeal würde gehen, oder? Oatmeal und die... Ja, das Oatmeal, ja. Oatmeal, Kartoffeln und Karotten. Ja. Ja, Oatmeal, Kartoffeln, Karotten. Kartoffeln sind nur Carbs, Oatmeal sind nur Carbs und Karotten sind nicht mal Carbs. Das ist quasi einfach nur so ein Gemüse. Wow. Also mit anderen Worten, er kann keinerlei Proteine bekommen und er frisst seine Muskeln weiter auf. Das hilft ihm nicht lange. Vielleicht einen halben Tag. Deswegen sage ich so, Shoutout an meine vegetarischen Freunde. Ihr seht hier, minus 2 Punkte für Team Sunday. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ihr seht's. Ich esse einen Snickers, aber ich bin eigentlich also überhaupt nicht davon begeistert, weil da einfach Milch drin ist. Jo, du lässt dir gut gehen. Ich glaube, ich verwahre das noch, falls du vielleicht noch eins brauchst. Boah, nee, das ist ja... Oh, warte. Ja, Mann. Ach so, weil du jetzt 2 Tactical Food Packs hast. Wir ziehen es doch durch. Nein, generell, wir können auch das andere, alles aufteilen. Aber... Willst du dann die Hälfte, Otto? Eigentlich will ich es, auf der anderen Seite möchte ich gerne meinen Schweinehund irgendwie überwinden. Boah, das riecht so krass. Ja, ich weiß. Stimmt lecker. Ja, probier's mal rein. Stimmt gut, oder? Das ist ein Snickers Eis geworden. Nein. Doch. Klingt nice. Eis? Ist komplett Eis, oder was? Komplett gefroren. Oh mein Gott. Aber wie schmeckt es trotzdem? Ich hasse Snickers, aber der schmeckt krass. Ja. Ich mag Snickers gar nicht. Ich werde erstmal weiter buddeln hier und... Ich gehöre zu den 1% Menschen, die Snickers nicht mögen. Ich bin so blöd, das gibt's gar nicht. Mache ich die Snickers auf, esse Snickers, find's eigentlich scheiße wegen Milch. Egal, minus 2 Punkte, nehme ich mit. Dein Körper liebt das aber. Jetzt. Ich kann nicht mehr, ich war fertig, ich lag vorher im Schnee. Otto hat's gesehen. Zuckerflash, Alter. Komm gleich mit klar. Ich war in keinem guten Zustand. So, dann sagt Otto so, ey, was ist mit dem Tactical Food Ding? Ich sag so, ja, geht ja nicht, habt ihr ja mitbekommen, ist nicht vegan. Ich lese hier hinten drauf, Kartoffelbrei mit Speck oder so steht da irgendwo, ne? Ich denke mir so, ja, super, geht ja nicht. Und hab gedacht, zweimal ist es dasselbe. Was steht hier drauf? Haferflockenbrei mit Äpfel. Wir haben 2 Minuspunkte umsonst kassiert und es geht nachher auch noch auf. Ich sag's euch, ich bin so am Ende. Wir haben 2 Minuspunkte umsonst kassiert. Hätte ich einfach mal besser gelesen, natürlich würde ich das essen. Ist doch viel geiler, oder? Klar, das macht klar. Man warm. Ja, oder? Man macht es, glaube ich, warm, ja. Ja, einfach nur warmes Wasser reinkippen.
Just Add Water lässt die große Tüte 7 Minuspunkte. Ne, minus 3. Sicher? Nur ein Minuspunkt mehr. Ja, hier. Wir wurden über den Tisch gezogen, Otto. Eigentlich wollte ich nichts anrühren, aber wir haben es heute schon angerührt. Und weißt du was? Wir haben jetzt gerade mal Tag 2. Jetzt kommen wir im zweiten Lager noch nicht in Strom. Und haben noch ein paar Tage. Wahrscheinlich sollten wir die Dinger wirklich öffnen alle. Gut einteilen, um damit die 5 Tage durchzukommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Let's go. Ich würde jetzt die Snickers öffnen und endlich ein Viertel davon abbeißen. Das ist mein Plan. Dann haben wir die in der Reserve. Falls das nochmal vorkommt, kann man das steigern. Das sind alle am Verhungern, Mann. Sollen endlich was essen. Und dann wird es auch unterhaltsam für uns Zuschauer. Dann weil die mehr reden können als das bare Minimum. Können wir uns noch ein kleines Festmahl gönnen. Weil, ne? Ja. Ja. Gut, alles klar. Wenn du sagst, wir müssen Snickers öffnen, dann öffnen werden Snickers. Bringt mir nichts, alleine am Ziel anzukommen. So ist es. Ich bin ein alter Mann. Es ist halt krass, in so einer Wettkampfsituation fühlt sich sowas halt immer wie ein bisschen wie verlieren oder aufgeben an. Aber es, ich weiß, wo meine Grenzen sind und wo ich handeln muss. Und ja, am Ende ist es hier ein YouTube-Format. Ist endlich was. Und da kann man sich nicht ganz viel kaputt machen. Geht um Spaß. Spaß geht nur, wenn du keinen Hunger hast. So, dann lass dir schmecken. Noch ein Kaffee dazu wäre geil. Kaffee. Ich will einfach nur wegen Zucker. Habe ich eine Zahnbürste dabei? Also wenn ich mein Zahnarzt war, bin ich ein bisschen empfindlich, was das angeht. Wenn so viel Zucker ist, müsste ich die Zähne putzen. Und wie ist es? Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es schlecht schmeckt. Ich habe jetzt ein paar Meter gemacht. Manu geht es wesentlich besser. Er ist wieder fit. Yay. Kommt in unser Lager. Alter, heute hat es nochmal gezeigt. Also man merkt es vielleicht an mir beim Reden. Absolut, mir fällt es ultra schwer, mich noch zu konzentrieren. Noch irgendwie Kamera Performance zu bieten, zu leisten. Aber das ist halt völlig normal. Danke, Grenzpatrouille. Der gesamte Körper ist auf Entzug. Auf Kaffee, auf die ganzen Zusatzstoffe, die wir in uns reinschaufeln, die ganzen Jahre lang. Und das macht sich jetzt bemerkbar. Naja, die nächsten Tage werden noch schlimmer, deswegen ist heute noch Kindergeburtstag. Okay. Noch ein paar Meter und dann gebe ich das Signal raus. Also wir sind am Lagerplatz angekommen. Alex kümmert sich echt gut um mich. So, ich bin ja ein bisschen down jetzt gewesen, aber er gibt da voll Gas. Er sagt, er ist noch topfit und gleicht das mega gut aus. Also großen Respekt. Habe ich einen sehr, sehr starken Buddy hier am Start. Ich freue mich riesig. Noch ist Tag 2. Ihr seht schon, es wird langsam dunkel. Und ich zeige euch mal den Zwischenstand. Das ist unser Palace. Ich habe so einen kleinen Durchgang, so einen Korridor rausgegraben. Weil man versinkt hier, wie ihr seht, hier elendtief in Schnee. Und deswegen ist es ziemlich nice, hier ins Schlafzimmer durchzulaufen. Hier das linke Bett nochmal ausgehoben, das rechte. Und ich gehe mal auf die andere Seite. Und das ist auch unsere Feuerstelle. Denn Manu macht das Feuer, Holz klar. Und als allererstes richtig hier organisiert mittlerweile. Feuer gemacht, Wasser warm gemacht. Wir kochen eine Portion Kartoffeln ab und füllen unsere ganzen Thermoskannen auf. Meine ist schon seit, ich glaube, 2 oder 3 Stunden leer. Und dann wird erstmal Wasser nachgetankt. Erstmal los schnappen. Hier draußen geht's echt um die Wurst. Das ist kein Spaß. Nee, ich geh rechts. Nein. No. Das hat mir gerade eben alles gekostet. Da
Das war's. Wo ist meine Maus? Ah, hier ist meine Maus? Hier ist meine Maus. So. Was halte ich von Arctic Warrior Chat? Wenn ich in meinen Chat reingucke, habe ich eher das Gefühl, es gefällt euch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir in der Zukunft abbrechen, rein theoretisch, wenn es nicht so gut ankommt. Aber ist auf jeden Fall, ich sag mal, gut zum Reinkommen für meinen Stream. Perfektes Video. Dankeschön, ZTS Kirks für die 3. Ganz Patrouille, danke nochmal für die 7. Ist ganz nice, ja, aber auch nur nice, nicht sehr nice. War halt sehr, sehr zäh, sag ich mal, weil er so müde war ein bisschen. Zumindest für mich. So, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Die sind alle so mega platt so. Ich konnte nur sagen, oh, die sind platt. Vielleicht habe ich heute aber auch so einen Tag-Chat, wo ich überhaupt nicht unterhalten kann. Ich weiß, dass ich gerade ziemlich groß in der Gefahr bin. Ich weiß nicht, manchmal habe ich solche Tage-Chat, dann komme ich live und denke eigentlich, oh ja, heute machen wir dies und das und dann kriege ich gar nichts hin. Es könnte so ein Tag heute sein, Chat. Nur damit ihr schon mal innerlich vorbereitet seid, falls wir früh abbrechen. Okay, ich habe noch ein Video rausgesucht. Beziehungsweise, es ist auch heute rausgekommen, vor 2 Stunden. Wir sind hochaktuell. Warte, jetzt muss ich nur das Rechte auf den Monitor machen. So, so,